Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zurück zur Bandfolge, die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Schattenhelden. Und wir sind bereits in der Sinnfolge dazu entschieden, uns auf die Superheldenparty zu begeben, und zwar zum Rakshi Verlag, wo dieser Ragavshi Rocker bald, Freunde, ne? Hier befand sich der Anzug, bevor Danny ihn mitnahm und mir im Barkstudio erschien. Sollte ich mein Handy tatsächlich im Rakshi Verlag finden? Oh. Ach, da geht man einmal nicht zum Friseur. Mein Gott. Naja, was soll's. Ich darf Moms Handy benutzen und sie darf mir die Haare schneiden. Wow. Es macht keinen Sinn auf die eigene Mailbox. Wobei, könnte vielleicht noch später nützlich sein. Ich mag der Kleinste von uns sein, aber bei einer Party für Nerds stehen Alter, Größe und Reife sowieso außer Frage. Bitte was? Digga, was ist Sound haben wir hier einfach? Ich möchte auf die Party. Grenzeinladung. Ach, Mist, ich hab mich am Papier geschnitten. Blut am Finger? Das hatte ich vor kurzem bereits im Transporter. Okay, weiter im Text. Stimmt was nicht? Dann hole ich mal eben mein Kostüm, Mr. Super, super schweigsam. Wer kommt da jetzt? Ich sage jetzt nicht, es ist, wonach es aussieht. Bob, ich wollte hören, was du von der Wendung unseres Falls hältst. Was Mrs. Chow Long auch antreibt, Ragav hat Mr. Shaw eine Frist gesetzt. Wenn ich mich ranhalte, sind wir eher an Danny und dem Anzug dran, als die Chinesen in ihren Künsten träumen. Unter Superhelden kommst du prima alleine klar. Tante Mathilda besteht nach den Strapazen auf einem gemeinsamen Abendessen. Wow. Dann fällst du wenigstens nicht vom Fleisch. Komisch. Vor dem Verlag parkt ein LKW von Wonderworld. Am besten du gehst der Sache nach. Falls du mich brauchst, ich lasse mein Handy an. Kommt euch bekannt vor, welche Person? Also jede Person kennen wir direkt. Es ist Henry Shaw, Freunde. Piers Vater. Mr. Shaw? Sind Sie das? Darf ich vorstellen? Tafnut, Superschurke der Extraklasse. Wer seine Rätsel nicht löst, hat schlechte Karten. Eigentlich sollte niemand erfahren, was ich hier treibe. Natürlich, denn Sie gehören wegen Ideenklaus verklagt. Sicher hat Peter von meinem sonderbaren Abenteuer erzählt. Wir alle träumen mal schlecht. Ich wollte nicht kommen. Der Stress mit dem Anzug, das Beben. Aber hier ergibt sich eine Gelegenheit, Ragav in entspannter Atmosphäre das Ultimatum auszureden. Wow. Wenn ich behilflich sein kann? Ich bin mir nicht sicher, welche Supereigenschaft ich haben könnte. Wenn ich behilflich sein... Der gleiche Dialog. Reckless Ruby Viper. Von einer radioaktiven Schlange gebissen, verfügt ein Amazonas-Forscher über ihren Thermoblick. Hey! Ob dieser Superheld für mich in Frage kommt? Wir werden es herausfinden. Restless Ruby Viper? Warum nicht? Ich habe so viele Leihgaben, da findet sich bestimmt was. Auch um deine wilde Mähne zu bändigen. Stimmt. Reckless Ruby Viper sieht aus, als wäre er unter den Rasenmäher gekommen. Ich muss ganz was überprüfen, bin gleich wieder. Reckless Ruby Viper sieht aus, als wäre er unter den Rasenmäher gekommen. So, wir waren hier stehen geblieben, Freunde. Wir brauchen was Passendes. Das Shirt ist top. Also was hat hier sein Vater von Peter so alles drin? Oh mein Gott. Musik.
gedrückt. Wow, die sieht total echt aus. Ja, die Feuerwehrmaske hat meine Firma spendiert. Sie empfängt Wärmebilder. Du kannst sie ausleihen, aber bitte, lass sie nicht aus den Augen. Aber sowas von. Sorry, aber bei geschlossener Maske verstehe ich dich nicht. So ein cooles Teil, vielen Dank. Ich passe gut drauf auf, versprochen. Also, bei Bob, a.k.a. Andreas? Keine Ahnung. Wenn ich improvisiere, wäre dieses Outfit etwas für mich. So, was fehlt denn hier noch? Ist das Outfit komplett, kann sich ein lichtscheues Kerlchen wie ich schamlos im Gebüsch ankleiden. Mal gucken. Na. Da treibt sich einer herum. Ich sollte mich bemerkbar machen. Hey, Sie da! Kommen Sie mit erhobenen Pfoten heraus! Lin Chao Long. Autsch! Das kleine Biest verteilt Stromschläge. Okay, gut, kleines Supermonster. Ich würde auch nicht wollen, dass man mich beim Umziehen stört. Wir sehen uns drin. Ein Ziegelstein. Entweder wollte sich das Monster bewaffnen oder sich größer machen. Das ist die Frage. Eines Tages haben die drei Detektive ihren eigenen Firmenwagen mit Aufschrift. Das Logo hat einen Knick, aber das bügele ich noch aus. Wir wissen auch schon wie. Na, so lässt. Der Ziegelstein liegt gut in der Hand. So. So, was fehlt denn hier noch? Was fehlt denn hier noch? Es macht. Ja, schon klar. Die Motorhaube gibt noch reichlich Wärme ab. So schnell ging das. Oh. Na bitte, gar nicht so übel. So, zwei Sachen fehlen uns noch. Na. Pralle Luftpolster. Ah, die Klebestreifen sind ganz schön schmierig. Xylophon zum Klimpern und Angeben. Leider nicht vollständig. Dank der Feuerwehrmaske können wir gut sehen, wo was zu finden ist. Schon clever. So, wir sind völlig eingekleidet. Mit dem Helm kann ich unmöglich in Kleidung. Ja. Zeit für einen Superhelden. Wow. Ach, meine Güte. So also verstecke ich meine blonde Pracht. Ach, meine Güte. Oh. Oh.
Ausschussware. Oh. Bei dem Teil lag ich komplett. Oh, Ausschussware. Oh, oh, Ausschussware. Aber meine Güte. Oh, Ausschussware. Bei dem Teil lag ich komplett. Aber meine Güte. Hä? So, jetzt kommen. Aber meine Güte. Bei dem Teil lag ich komplett. Oh, au. Oh, Ausschuss. Oh. Bei dem Teil lag ich komplett daneben. Meine. Oh, Ausschuss. Bei dem Teil lag ich komplett daneben. Oh, Ausschuss. Oh, Ausschussware. Bei dem Teil lag ich komplett daneben. Hm. Bei dem Teil lag ich komplett daneben. Reckless Ruby Viper, wie sie, wie er leibt und lebt. So, sehe schon, hier ist er schon drin, nice. Meine blutige Einladung hat dieser Honk schon. Moment, wollte ich dazu nicht etwas abchecken? Es macht. Meine blutige Einladung hat dieser Honk schon. Ich habe mich neulich bereits an der Einladung verletzt. Und zwar mit Absicht. Aber warum? Blut ist rot. Meine Farbe. Da war ich halb betäubt und trotzdem ist es mir gelungen, mein Zeichen zu malen. Ho, bravo, Bob. Wow. Reckless Ruby Viper ist zur Stelle. Ob indisch oder kindisch, die Party hat was. Vor allem Qualm. Aua! Jemand hat mich angerempelt. Ob ich mein Handy überhaupt höre, wenn ich mich selber anrufe? Oh. Mams Handy ist weg. Sie wird mir den Kopf nicht nur rasieren, sondern abreißen. Ups! Niemand weiß etwas von Danny. Raghav geht mir aus dem Weg. Bestimmt ahnt er, dass Tafnats Auftritt übel enden kann. Ja. Ach was, die Herrschaft. Sind Sie das, Mr. Grigsby? Ja. Bob? Tolles Kostüm. Ich bin Sneezing Panda mit der Kraft des Superniesens. Das haut alle vom Hocker. Taylor. Barnes. Wie haben Sie sich verändert? Taylor? Ich bin die geschmeidige Pantera und habe den Fisch gefressen. Miau. Taylor Barnes und Mason Grigsby. Guck mal, wer ist denn der Typ dahin? Da haben wir ja den Gastgeber. Wenn er an der Inszenierung Winziger Bob beteiligt war, kriegt er beim Anblick meiner wahren Identität Muffensausen. Mit Maske. Sind Sie nicht Raghav Shirodka? Bob Andrews. Sie kennen meinen Freund, Peter Shaw. Bob Andrews? Ah, der Junge, der Danny in seinem Loft zu finden hoffte. Du bist heute schon der dritte Reckless Ruby Viper. Als schurkischer Taschendieb habe ich den Ruf, lange Finger zu machen. Doch wer bin ich, sich mit Reckless Ruby Viper anzulegen? Hier hast du dein Handy wieder. Was? Du hast Hilfe, Bob. Mama meint, Papa ist auch auf der Party. Peter. Also, wir wissen doch schon Bescheid eigentlich, ne? Danke.
Ach so, er war's gewesen, das Kurt, der ich nie geklaut hat. So ein kleiner 31er. Hier muss jeder etwas vorführen. Keine Sorge, ich spann dich einfach ein. Aha. Geheime Projekte erfordern Sicherheitsmaßnahmen. Kein Zutritt für Partygäste. Keine auffälligen Spuren. Bis jetzt. Ich bin gespannt, wie wir uns in der nächsten Folge schlagen, Freunde. Bis dahin. Schaut mal von der Umwelt gerne ein. Kosten, ein Abo dalassen und ein Like dalassen. Freut mich sehr, Freunde. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Euer Helios. Ciao und ciao damit.